Ja, mein Name ist Raimund Hopf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Buddha Talk. Und heute haben wir zu Gast den lieben Werner Heidenreich aus Köln. Lieber Werner, dein ist das Wort. Ja, erst nochmal herzliche Grüße aus Köln. Ich freue mich jetzt hier zu sein. Bin immer ganz, ja, wie soll man sagen, beeindruckt von dem, was ich so über mich höre. Und du hast ja wieder einiges zusammengetragen. Ja, ich bin 66, also verrentet. Ich arbeite leider nicht mehr in der Schule, was ich sehr vermisse. Und dieser Vortrag ist also nicht eine schlichte Einführung in den Buddhismus, das wäre vielleicht wirklich etwas langweilig hier für einige, sondern ich habe mich bemüht, mal, ich nenne es die DNA des Buddhismus, die Kernlehre des Buddhismus zusammenzutragen, wobei es meine Perspektive ist und die ist im gewissen Sinne laienhaft. Also sowieso, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber auch der Anspruch ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt das mit allen möglichen aktuellen, vor allen Dingen wissenschaftlichen Ansichten und Erkenntnissen abgeglichen habe. Aber ihr werdet sehen, dass das auch nicht so wichtig ist. Es ist ein Angebot einer Perspektive und ich bitte euch einfach mal diese Perspektive mit anzuschauen und danach haben wir ja und also danach auf jeden Fall die Möglichkeit zu sprechen. Wenn euch aber irgendwas, ich weiß nicht, Raimund, ich hoffe, ich gehe hier nicht gegen das Format, aber wenn ihr spontan das während des Vortrags was sagen wollt, dann ist das auch möglich. Also ihr könntet euch melden oder so. Aber vielleicht ist es ganz gut, das mal zu hören. Okay, gut. Dann, wie man in Köln sagt, tun wir mal anfangen. Also ihr seht Kernlehre des Buddhismus und ich überspringe jetzt mal, das ist halt Thich Nhat Hanh. Ja. Hier ist er übrigens in Köln, da waren wir, als er sich ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen hat. Und ich finde das Bild so wunderschön, der buddhistische Mönch unter dem Gekreuzigten. Das auch Fab An, der dann halt der Abt vom Waldbröl geworden ist. Ja. Okay. Das habe ich hier für meine Schüler, mit denen wir wissen, wo wir uns eigentlich befinden. Das kennt ihr, Lumbini, Nepal, Geburtsort. Und hier fangen wir an mit einem, der vielleicht auch Buddhisten nicht immer so bekannt ist und so bewusst ist. Das ist Kyros. Kyros hat ungefähr zu der Zeit gelebt, als auch Buddha lebte. Und er war der Herrscher eines großen Reiches, was so ungefähr dem Persischen Reich ähnelte. Und das war der Vorläufer des Persischen Reiches, Kyros. Und ich zeige Ihnen hier nochmal. Also warum Kyros? Warum ist der uns so wichtig? Also hier ist, das ist ein Edikt von Kyros, auf das ich gleich eingehe. Das steht hier in London im Museum. Hier sieht man das Reich, also von, könnte man eine Maus sehen, von Griechenland bis hier nach Nordindien. Und Gandhara ist hier auch ganz wichtig, was wir später noch mal genauer betrachten. Und er hat auch Babylonien mit eingenommen. Das sind also alles Gebiete, die er aus einem relativ kleinen Reich heraus dann eingenommen hat und zu einem Großreich verbannt. So, warum also ist das für uns von Belang? Vielleicht noch mal. So, hier sieht man es auch noch mal. Kyros hat also viele Länder eingenommen, war aber gleichzeitig dafür bekannt, dass er äußerst ja, liberal war, vor allen Dingen auch religiös liberal. Also er ist derjenige, der eben Babylon eingenommen hat und die Juden freigelassen hat. Die waren ja in der babylonischen Gefangenschaft. Und er hat gesagt, ihr dürft nach Hause, hier wird niemand unterdrückt. Deswegen ist er auch in der Bibel erwähnt.
Im Jesaja wird er bereits angekündigt, da wird so getan, als hätten sie, als wäre er von Gott gesandt und gilt als quasi so ein Werkzeug Gottes, der die Juden befreit hat. Und von Kyros wird berichtet, dass er sich auch in der Kleidung anderer Religionen kleidete, um seine Wertschätzung für die auszudrücken. Und diesen Zylinder, den wir hier gesehen hatten, der enthält so eine Art Menschenrechte, also da werden Zusagen gemacht an einzelne Personen. Und diese Rechte, die eine einzelne Person hat, die man ihr zuspricht, die sind später zum Teil zitiert worden in den UN-Menschenrechten. Und ein anderer Zylinder steht auch in den USA. Man sagt so, dass quasi 500 vor Christus, 530 vor Christus, so die erste Idee von so Menschenrechten entwickelt wurde. Und das war halt zu der Zeit Buddhas. Das heißt, ich sage das deswegen, um zu deutlich zu machen, auch gegenüber Leuten, die noch nicht so eine Idee haben, wo kommt denn jetzt der Buddhismus her, dass er nicht so einfach aus der Luft gekommen ist oder der Buddha das alles erfunden hat, so diese, wie soll man sagen, wertschätzende Haltung, sondern dass das so auch damals schon in der Zeit war. So, hier gehen wir jetzt weiter. Wir haben hier die sogenannte Achsenzeit. Also in der Mitte des Bildes seht ihr Karl Jaspers. Und Karl Jaspers spricht davon, dass die Menschheit sich so in bestimmten Phasen, in bestimmten Zeiten global verändert hat. Und eine dieser Zeiten ist halt die Zeit, in der Buddha gelebt hat. Und hier sind auch einige große Denker, eigentlich ist es in dem Fall, sind es fast alles Philosophen einer Schule, die zur gleichen Zeit gelebt haben wie Buddha. Und darunter waren zum Beispiel die Jainas, auf die ich gleich noch eingehe, aber auch die Lokayatas oder Chavakras, das könnt ihr da auch lesen, Chavaka. Die Chavakas, das waren Materialisten, also die haben wirklich, gab es damals schon, die gesagt haben, Leute, das ist alles hier Materie, die kommt zusammen und die zerfällt und dann ist Schluss. Und deswegen ist unser Auftrag, das so extensiv wie möglich zu leben. Also macht euch keine Hoffnung auf irgendein Nachleben, sondern lebt jetzt und lebt es in Fülle aus. Und dann gab es die Ajivikas. Die Ajivikas, die wiederum gingen von einem kosmischen Determinismus aus. Also auch eine große Idee, dass man so glaubte, alles was geschieht, ist eigentlich Erfüllung eines großen Planes. Allerdings ohne so unbedingt jetzt einen einzelnen personellen Gott zu haben, sondern man ging davon aus, das ist so ein kosmisches Gesetz, was uns alle führt. Also was auch immer geschieht, das gesamte Schicksal ist determiniert, ist geplant, ist einfach nur die Erfüllung einer Gesetzmäßigkeit. So, da gibt's noch mehr, aber wir gehen jetzt mal weiter. Hier habe ich die großen Philosophen, Sokrates und Platon, die auch ungefähr, also Sokrates, zur Zeit Buddhas gelebt haben. Und Sokrates ist ja bekannt geworden durch seinen Spruch, denn von mir selbst wusste ich, dass ich gar nichts weiß. Und er ist auf diesen Spruch gekommen, weil das Orakel von Delphi gesagt hat, Sokrates ist der klügste Mensch Griechenlands. Und dann haben die gesagt, wieso sollst du der klügste sein? Und da hat Sokrates geantwortet, denn ich weiß von mir selbst, dass ich nichts weiß. Wenn ihr alle glaubt, ihr wisst was. Und dieses Nichtwissen, was wir ja später im Zen so noch sehr viel konkreter und
deutlicher ausgedrückt wiederfinden. Das war damals bereits sozusagen in der griechischen Philosophie angelegt. Dazu kam noch das berühmte Höhlengleichnis von Platon. Platon ist ja auch derjenige, der eigentlich Sokrates formuliert hat. Man weiß gar nicht so genau, was eigentlich Sokrates wirklich selber gesagt hat und was nur Platon ihm im Mund gelegt hat. Aber das Höhlengleichnis entspricht auch im gewissen Sinne der buddhistischen Philosophie, nämlich Platon sagt, also ganz kurz erwähnt jetzt, wenn Menschen in einer Höhle sind und haben ein Feuer, dann sehen sie an den Wänden so ihre eigenen Abbildungen und sie täuschen sich, weil sie glauben, dass diese Abbildungen, diese Schatten, eigentlich eine eigene Existenz sind und erkennen nicht die wahre Existenz, das Feuer. Und noch weniger erkennen sie, wenn sie rausgehen würden aus der Höhle, dass eine ganz andere Realität noch da ist, eine wahre Realität. Im Gegenteil, sie würden das sogar in Abrede stellen. Also wenn jemand dann rausgeht und zurückkommt und sagt, Leute, es gibt noch ganz anderes Licht und ganz andere Formen, dann würden sie sagen, du spinnst, du erzählst uns hier was. So in etwa geht das Höhlengleichnis. Und so ähnlich ist es ja auch im Buddhismus, dass man so die wahre Natur und so erst sieht, wenn man der Täuschung entgangen ist. Also wenn man sozusagen den Blick von den Schatten wegnimmt. Also das war schon da. Wir können dann natürlich nicht genau sagen, wer hat hier wen beeinflusst, aber diese Philosophie, die war schon sozusagen in diesem großen in der sogenannten hellenistischen Zeit und halt auch im indischen Raum vorhanden. Und Buddha war jemand, der innerhalb dieser philosophischen Welt eine Position bezog. Hier ist nochmal Alexander der Große, der auch eben bis nach Indien wirkte und eigentlich dazu beitrug, dass die Griechen eben bis nach Indien kamen, sich dort der indischen Philosophie öffneten und möglicherweise aber auch die griechische Philosophie nach Indien bringt. Stephen Batchelor glaubt, dass es eigentlich so sehr stark von der buddhistisch-indischen, yogischen Welt in die griechische hineinfloss. So, und jetzt kommen wir zu Gandhara. Das ist, also ich überspringe noch eben das Leben Buddhas, das ist ein Gebiet, was heute in Afghanistan, also wo heute Afghanistan ist und Pakistan ein Teil, ein Gebiet, in dem zum Beispiel Deklarationen in drei Sprachen verfasst werden mussten, damit sie alle verstehen. Also eine Multikulti-Gesellschaft, die sehr, sehr offen war. Es gibt Forscher, die sagen, der Mahayana-Buddhismus ist in Gandhara entstanden, weil dort diese offene Philosophie war, wo der Mahayana seine neue Interpretation der buddhistischen Lehren überhaupt erst so entwickeln, schärfen und auch verbreiten konnte. Und was ich hier zeige, ist, das sind also Darstellungen. Und wenn wir heute hier sehen, wir ja den Buddha ganz rechts, dann ist der Buddha mit Sicherheit nicht der Buddha, den wir historisch vor uns hatten, sondern damals in Gandhara entwickelt, neu entwickelt. Bis zu der Zeit in Gandhara wurde Buddha gar nicht persönlich dargestellt, sondern nur symbolisch. Und dann hat man gemerkt, uns fehlt eine persönliche Figur. Und dann hat man dem griechischen, das wird so stark vermutet, der damaligen Mode, dem griechischen Gott Apollo quasi als Vorlage genommen, hat dem sozusagen analog eine Figur entwickelt, die ganz ruhig, entspannt war, und hat dann die Figur entwickelt, die wir heute hier als Buddha sehen. Und in der Mitte sehen wir eigentlich so die ersten Entwürfe. Das ist auch eine Buddha-Figur, trägt der Buddha noch eine Art Helm oder Krone und hat einen Bart. Und
Es gibt ihn sogar in Darstellung, wir hatten mal hier in Köln eine große Gandhara-Ausstellung mit Schwert und so einer Art Krieger. Da ist er so ganz heftig vorgebeugt und zeigt sich. Nur so, dass wir sehen, das, was wir so als typisch buddhistisch sehen, das ist eigentlich ein Konstrukt aus dieser Zeit und zusammengesetzt, so wie Thich Nhat Hanh immer sagt, wie so ein Obstsalat aus vielen kulturellen Facetten. Griechisch, indisch, persisch und so weiter. Hier sehen wir nochmal Gandhara. Da ist jetzt erst in der jetzigen Zeit allerdings unter unheimlichen Schwierigkeiten, weil die Taliban das ja alles bekämpfen, sind Schriften aufgetaucht. Das seht ihr hier ganz links, das sind so Krüge und in den Krügen sind so Rindenstücke und auf den Rinden ist was aufgeschrieben. Und diese Schriften sind tatsächlich sozusagen dem Pali-Kanon ähnlich und es sind aber Geschichten, die ganz neu sind, also wo man jetzt erst zum ersten Mal sowas, diese Geschichte hört oder diese Darstellung und davon ausgeht, dass es nochmal eine Erweiterung der buddhistischen Darstellung gibt. Und in der Mitte sehen wir so eine Art Stupa und in diesem Stupa sind diese Krüge unter Schriften teilweise verstaut gewesen oder noch teilweise immer noch drinne und nicht entdeckt. Und hier ganz rechts, nur mal so, dass ihr seht, welche Variation es damals gab, finden wir eine Buddha-Statue. Die hat oben Feuer und unten Wasser austritt. Und das ist ein Kampf, den der Buddha gegen andere Götter, will ich jetzt nicht so sagen, aber andere Größen zu führen hatte, ganz andere auch Asketen. Und er sollte Wunder vollbringen. Und dann hat er zwei Wunder vollbracht. Er hat Feuer aus seinen Schultern steigen lassen und Wasser aus seinen Füßen. Und daran sehen wir, dass damals noch nicht so diese ganz ruhige und freie Darstellung des Buddhas da vorne war, sondern dass der Buddha hier noch sehr weltlich sich sogar mit Wundern und so weiter abgab. Okay, so. Zu den jetzt wirklich direkten Quellen des Buddhismus, auch hier nur so ganz kurz. Wir haben die Upanishaden. Und die Upanishaden, ich hatte ja vorhin von der Achsenzeit gesprochen, die Upanishaden sind auch Ausdruck einer Zeitenwende. Nämlich hier in den Upanishaden werden zum ersten Mal die Brahmanen nicht mehr als die einzig geistig großen Führer dargestellt, sondern es gibt dann so eine Geschichte, wo ein König einen Brahmanen belehrt und ihn so überzeugt, dass der Brahmane bittet, beim König Schüler werden zu können. Und das wird so gedeutet, dass so auch die politischen Verhältnisse anders sich verändert haben, im gewissen Sinne religiös demokratisiert haben, dass jetzt auch Laien eine wichtige Rolle spielen können. Natürlich dann schon hochgestellte Laien, weil die Brahmanen hatten ja das Geheimwissen. Die hatten als einzige die Formeln, mit denen sie die Götter führen oder leiten und beruhigen konnten und zu bestimmten Handlungen animieren konnten. Also auch diese, wie soll ich sagen, diese neue Sicht der Religion, das brach da gerade so auf. So. Und ganz wichtig war natürlich das Yoga, was sehr alt ist. Und die Meditation, die wir hier im Buddhismus so haben, die kommen aus dem Yoga. Die werden auch dort exakt beschrieben. Allerdings nicht so sehr diese Vertiefungsstufen. Aber was im Yoga auch wichtig ist, dass im Yoga die Idee da ist, der Geist ist gefangen. Chitta ist gefangen in Reflexen und körperlichen Bedürfnissen und der wahre, freie Geist, der muss sich
komplett ablösen aus diesen Fesseln. Das, was wir dann auch im Buddhismus wiederfinden, auf eine etwas andere Weise mit dem achtfachen Pfad und so weiter. Aber die Idee, die Konzeption, die war schon da. Also das, und der Buddha war ja auch, betont ja auch selber, sagt er selber, Schüler eines yogischen Lehrer, so dass wir eigentlich wissen, okay, also das ist keine Erfindung, sondern das ist eigentlich eine Weiterentwicklung, eine Veränderung eines vorhandenen Systems, was da auch immer noch sehr gut reinpasst. Und ich meine, wir finden ja heute viele, viele Yoga-Lehrer, die Buddhisten sind oder Buddhisten, die Yoga machen und so weiter. So, jetzt sind wir nochmal bei den Jainas. In Indien, von indischen Forschern, wird Buddha ganz selbstverständlich fast schon als ein ehemaliger Jaina gesehen, also einer, der diesen mittleren Weg sucht gegen den radikalen Weg der Jainas. Die Jainas sind zur gleichen Zeit entstanden und es gibt auch richtige Kampfschriften zwischen Buddhisten und Jainas, also zwischen diesen Asketen, weil die Jainas hatten eigentlich sehr ähnliche Vorstellungen, also wie der Konzeption, der Geist muss frei werden und so, betonten aber dieses Ahimsa, Nichtgewalt. Und das war total zentral, also die gibt es ja auch heute noch, die Jainas. Und sie sind zum Beispiel dadurch berühmt, dass deren Meister fast nackt durch die Gegend laufen und haben bei sich einen Stock, mit dem sie bei jedem Schritt vorher kurz in der Erde rühren, um alle Kleinstlebewesen zu vertreiben, damit sie beim Auftreten niemanden erdrücken oder platt treten. Ahimsa. Die Jainas sind in Indien, gehören eigentlich so den reicheren Bevölkerungsgruppen an und sind Kriegsdienstverweigerer, machen keine Landwirtschaft, weil dort ja Tiere, also nicht nur die Tierhaltung, sondern selbst bei der Feldbearbeitung Tiere getötet werden oder zerschnitten werden beim Pflügen und so weiter. Und der Buddha hat ja das Ahimsa-Prinzip auch in die Mitte seiner Lehre gestellt. Und Wolfgang Schumann, der jetzt leider verstorben ist, hat mir mal in so einem privaten Gespräch gesagt, dass eigentlich dieses Ahimsa wie so ein Eckzahn in der Lehre steht, so ganz eigen. Und das wäre für ihn auch ein Hinweis, dass die Jainas damals, zumindest wenn er nicht ein Ex-Jaina war, eine ganz wichtige Rolle spielten und man sich dadurch abgrenzte, dass man eben betonte, dass man ja auch ein Ahimsa-Prinzip hat. Allerdings eben nicht in dieser Strenge, wie das die Jainas haben. Ja, das so zu den Wurzeln. Also ich kann nur empfehlen, sich selber, ich meine, heute gibt es ja auch noch die künstliche Intelligenz, da mal noch mal selber ein bisschen reinzulesen. Es ist wirklich spannend, es ist vor allen Dingen auch beeindruckend, wie modern die damalige Zeit war. Also das betone ich auch immer bei meinen Vorträgen, zu sehen, ey Leute, wir erfinden hier wenig neu, sondern vieles von dem, was wir heute vielleicht sogar als besonders demokratisch kultiviert erleben, das gab es alles damals schon und war schon Praxis. Stephen Batchelor, der findet dann bei den Stoikern, der Griechen und so weiter Parallelen. Allerdings eine Schülerin, dritte oder vierte Klasse, die kam mal und meinte, aber Herr Heidenreich, das Internet, das haben die damals noch nicht entdeckt. Das fand ich ganz süß. Echt, ich habe gesagt, genau, das haben wir später erst entdeckt. Gut, also ich würde es damit abschließen. Also einen möchte ich noch erwähnen, Pandemis, das war ein griechischer Philosoph, der sehr wichtig war, also der auch von Platon als der große Meister genannt wurde, der gilt als ein Philosoph, der so diese Naturreligionen in die ontologischen, also der gilt auch als Gründer der Ontologie, in die Seinslehre brachte. Also ganz platt gesagt, das ist nicht historisch ganz richtig, aber so im Großen schon. Bis zu dieser Zeit gab es halt für alles einzelne Götter und es gab auch
Wesen, die Götter waren, also Pflanzen, Bäume, Berge, die Sonne, die Erde, alles Mögliche wurde als Gott genommen. Und man hat halt eine Vielzahl von Göttern. Und die haben auch eine eigene Geschichte. Und dann natürlich in der griechischen Mythologie, aber oder auch in der indischen, gab es halt immer diese für sich stehenden Götter. Und dann kommt er und sagt, das eigentlich Göttliche ist das Sein. Das Sein, das ist das Göttliche. Also das ist das Verbindende. Und wir alle sind in diesem Sein. Und wir können uns gar nicht aus diesem Sein trennen. Ja? Bis dann wiederum die Antithese kommt, wie zum Beispiel bei Meister Eckhart. Die gab es aber auch damals schon, dass es noch über das Sein ein Nichts gibt. Ja, also bei Meister Eckhart, ich kann es nur mit ihm erklären, aber Meister Eckhart sagt ja, also er hat ja dann Gottheit, ja, so das Sein ist Gottheit, aber die Gottheit ist nicht Sein. Und damit meint er, es gibt noch etwas, das geht darüber hinaus. Das ist nicht damit beschrieben, wenn wir sagen, Gottheit ist Sein. Ja. Aber was hier in diesem neuen, in dieser neuen Phase für uns wichtig ist, ist, dass plötzlich wir uns nicht mehr mit einzelnen Göttern beschäftigen, sondern mit diesem großen Sein. Ja. Und das finden wir halt in der griechischen Philosophie wieder. Aber wir finden das im Prinzip auch im Buddhismus wieder. Ja. So. Okay. Jetzt würde ich zur Buddha-Geschichte gehen und seine Dramatik, die ich also auch, ich werde euch jetzt nicht mit den Legenden um Buddha langweilen, sondern nur so ein paar dramatische Punkte benennen. Also ich möchte jetzt auf die DNA des Spezifische des Buddhismus. Und dazu ist es interessant, wie ich betone Legenden, also keiner weiß, wie genau Buddha gelebt hat und was ihm widerfahren ist. Aber interessant ist, dass bis heute lebendig diese Legenden überliefert werden. Und die erste ist ja die Geburtslegende, Lumbini Park, in der berichtet wird, dass der Buddha in einem Park, also außerhalb des Palastes, geboren wurde. Und dann seine 7 Schritte machte. Man sieht das hier an den Blüten, auf denen das kleine Kind geht. Und die Mutter, und das ist die Dramatik, stirbt wenige Tage später. Also wir haben es hier mit einem Halbwaisen zu tun. Die Schwester, die wird dann Stiefmutter. Aber erstmal, da gibt es sowas wie ein Makel, eigentlich einen Doppelten. Eine außerhäusliche Geburt, also auf der Fahrt und Tod der Mutter. Dann, also ein existenzielles Problem, kein soziales, kein ökonomisches. Dann wird berichtet, die berühmten 4 Ausfahrten oder die eine Ausfahrt mit den 4 Begegnungen, das gibt es in verschiedenen Variationen, wo er Alter, Krankheit und Tod sieht. Wieder existenzielle Probleme. Er sieht nicht arme, soziale, unterdrückte, versklavte Menschen, sondern was ihn auffällt, ist ein Kranker, ein Sterb, also den Tod und das Altern. Und als viertes ist dann halt eine spirituelle Antwort. Der Mönch, der lächelt und der ihn so fasziniert, weil der Siddhartha damals ja noch denkt, wie kann der lächeln, wo es doch Alter, Krankheit, Tod gibt. Ja, man kann es dann noch erweitern, von geliebten Menschen getrennt und mit Ungeliebten verbunden. Also es gibt in der Existenz unvermeidliches Leid und da sitzt jemand und lächelt. Und dann kommt eigentlich, wird diesem Mönch schon das Credo des Buddhismus in den Mund gelegt. So gut ist es, ein Hausloser zu sein, also ohne so eine verpflichtende Verantwortung. Gut ist es, auf den Geist zu achten, und den Geist zu kultivieren, zu zähmen und sich frei zu machen von allen Anhaftungen und so. Das wird gleich nochmal wichtig, weil dann, nachdem er geheiratet hat und seinen Sohn, der auch noch sinnigerweise Rahula heißt, die Fessel, entscheidet er sich zu einem eigentlich dramatischen Schritt, weil er nicht nur seine hohe Position verlässt, er ist ja angeblich Prinz und würde eigentlich König werden, sondern er verlässt auch noch seine Familie. Und, sehr wichtig, er entscheidet sich zu gehen und da
teils dramatisch, also gibt es verschiedene Legendenversionen, also nachts, heimlich und so, und gibt seinem Knappen, Jana hier, gibt er seinen Schmuck und sein Lieblingspferd, um es dann, damit er das dann in den Palast zurückbringt, und schneidet sich die Haare, wird Asket. Also er benutzt weder seine Macht, um irgendwelche sozialen Projekte oder seine politischen Verhältnisse zu verändern, noch seinen Reichtum, sondern er geht in diesen spirituell, er geht in das Spirituelle und lässt alle seine weltlichen Möglichkeiten los, ja. Also das ist ein sehr wichtiges Bild eigentlich. Und dann, das hatten wir ja schon, kommt er zu seinen Lehrern. Also das eine ist wohl, so wird vermutet, ein vedischer Lehrer, und das andere ist ein yogischer Lehrer. Also er lernt sozusagen genau das, was ich vorhin dargestellt habe. Er lernt eigentlich die Geisteshaltung oder die geistigen, wie soll man es nennen, Errungenschaften der Zeit, also er kommt auf die Höhe der Zeit. Und da ist auch nochmal Wolfgang Schumann, den ich hier so gerne zitiere, weil ich ihn sehr schätze, er hat ja mehrere Bücher über Mahayana Buddhismus, über Buddha und so geschrieben, der so sagt, das Auffällige am Buddha ist ja, dass er von Anfang an schon in der ersten Lehrrede eine perfekte Konzeption liefert. Also er ist schon fertig, es gibt nicht den frühen und den späten Buddha. Zumindest soweit wir überhaupt das chronologisch in den Schriften zuordnen können. Und er geht davon aus, dass es also ein sehr gelehrter Mensch war, der dann auch noch in der Asketenzeit eine sehr strenge Schulung durchlief, und zwar bei mehreren Lehrern. Also der erste persönliche Schritt war ja, weise zu werden, die Mutter stirbt. Der zweite ist, er verlässt Haus und Familie, also seinen Stand, seinen wirtschaftlichen Stand. Und jetzt kommt das dritte Scheitern. Nach 6 Jahren Askese ist er so abgemagert und so runtergekommen, dass er so das Gefühl hat, ich bin auf dem Weg zum Sterben, und ich bin aber geistig nicht befreit. Also er sagt, wenn ich dann saß und meditierte und ich hörte ein Geräusch, hatte ich Angst, dass vielleicht ein Tiger oder eine Schlange kommt oder so. Und nachts, da wusste ich nicht, wie ich mich vor Regen schützen soll und so weiter. Also er ist geistig nicht frei geworden. Gleichzeitig aber ist dieser Weg, der hat er dazu geführt, dass er eben komplett abgebaut hat und nicht mehr weiter hätte das weiterführen können. Und dann kommen ja so auch Erlebnisse, dass er plötzlich merkt, es gibt auch so ein Getragenwerden, es gibt auch etwas, wo man sich so fallen lassen kann. Also er fällt ja dann in einen Fluss und sieht, ich ertrinke nicht, wenn ich einfach nur ruhig mich sozusagen vom Wasser tragen lasse. Oder die berühmte Geschichte, wo er eben auch am Fluss sitzt und dann ein Boot vorbeifährt mit 2 Leuten. Der eine hat so eine Laute und dann sagt der andere zu dem, wenn du die Seite spannst und stimmst, dann musst du aufpassen, die darf nicht zu fest gespannt werden, dann reißt sie. Wenn du sie zu locker lässt, dann gibt's keinen schönen Ton. Und er merkt, boah, ja, es muss irgendwas in der Mitte sein und nicht so extrem. Also er gibt auf, er gibt jetzt wieder auf. Erst sein Prinzentum, jetzt sein Asketentum. Und beginnt zu essen, Spontanheilung, er hat direkt zugenommen hier. Und da hinten sieht man die anderen Asketen, die sich jetzt von ihm abwenden und ihn als Verräter sehen und sagen, ach, der geht jetzt wieder auf den Weg zum Prinz. Und dann meditiert er und durchläuft nochmals eine schwere Prüfung. Eines der Lieblingsbilder meiner Schüler übrigens, das muss ich immer stundenlang zeigen, weil sie jede einzelne Figur da genau betrachten müssen. Also es wird berichtet, dass dieses Meditieren nicht so einfach war. Es gibt eine innere Herausforderung, dass er so überlegt, was macht das überhaupt für einen Sinn? Aber auch die Umstände sind schwierig. Eigentlich müsste ja noch ein... Ja, da ist das Foto. Also es gibt so Verführungen. Er kämpft mit dem Teufel Maya. So mit...
aber er hält durch. Also hier ist auch eine so eine Stetigkeit, so eine Überzeugung, ich bin auf dem richtigen Weg, die Grundlage. Und dann kommt er halt zu der Erkenntnis und jetzt ist es wieder wichtig. Es ist keine ökonomische, es ist keine soziale, keine politische Erkenntnis, sondern er sieht, also neben vielen anderen, seine früheren Leben und so, sieht er halt das Kreisen von Werden und Vergehen und er erkennt einen Weg, einen achtfachen Pfad, der ihn endgültig aus dem herausbringt, was er als leidhaft, als gefesselt, als gefangen erlebt. Der achtfache Pfad. Und es ist interessant, dass er eigentlich in seiner ersten Lehrrede sehr weltlich darüber spricht. Es gibt überhaupt keine metaphysische Ebene, die dann später so im Mahayana und so dann hineinkommt, sondern er spricht eigentlich überraschend fast schon archäologisch, nämlich er sagt, ich habe einen Weg gefunden, so wie einen alten Pfad, der überwuchert war und so sicher wie dieser Pfad zu einem vergessenem Dorf führt, so führt mein Weg zum Ende des Leidens. Das ist so seine Metapher. Und dann kommt er halt zu diesen achtfachen Pfad und also den vier edlen Wahrheiten, in dem halt dieser exakte Pfad beschrieben wird, wie man aus diesem Leiden kommt. Und diese vier edlen Wahrheiten sind wieder eigentlich sehr einfach und schlicht zu verstehen. Man muss keine metaphysische oder religiöse Ebene da hineinbringen. Also er sagt, das Leben ist unvollkommen, weil wir halt diese, wir haben es ja vorhin gesehen, diese existenziellen Probleme haben, Alter, Krankheit, Tod und so weiter. Da kommen wir gar nicht raus, das müssen wir akzeptieren. Aber wir leiden daran, weil wir es halt nicht akzeptieren, weil wir in uns reflexartig diesen Durst nach Leben haben und nicht sterben wollen. Und es gibt aber einen Weg, Nirodha ist so, dass dieser Begriff, der dritte edle Wald, Nirodha ist, es gibt so eine Stillung dieses Greifens und der Weg ist dann der achtfache Pfad, dieser Pfad, der uns zu einem Nirvana führt, das eigentlich nur im Sinne von Erlöschen, also dann ist Nirodha eben endgültig aus, da gibt es kein neues Aufkommen, die Glut ist verglüht, ja, es gibt kein neues Aufflammen. So, das ist so die weltliche, das weltliche Verstehen, das Ursprüngliche sozusagen. Damit will ich aber nicht sagen, das ist mir wichtig, dass das andere falsch ist oder irgendwie nicht gleichwertig ist, sondern nur eine Perspektive, die sozusagen, für mich ist es so die DNA, von dort ausgehend können wir dann die anderen weitergehenden Traditionen und Schulen betrachten, die durchaus sogar großen Sinn machen da drin, das so noch verfeinern oder noch ganz andere Dimensionen da hineinbringen. Okay, so, ich habe noch also die vier edlen Wahrheiten und den achtfachen Pfad so im Programm, aber ich würde gerne hier so einen Cut machen und mal mit euch sprechen. Also ich mache mal einen Stopp, ihr seid dran. Ja, vielen Dank, lieber Werner. Also definitiv für mich neue Zusammenhänge und ja, historische Geschichten, die ich so einfach alle noch nicht in dem komplexen Rahmen kannte. Dankeschön. Sehr interessant. Danke. Ja, mir ist so wichtig zu sehen, dass der Buddha oder Buddhismus eine gewisse Logik aus der Zeit hat. Es ist eine logische Entwicklung. So, ne, dass der Buddha nicht so singulär da irgendwo steht und in Indien erfunden wurde, sondern dass das mit der Zeit verbunden ist und dass das auch schon damals Wirkungen hatte eben in andere philosophische Schulen, also so ein Intersein da ist. Ja, vielen Dank. Ich fand es auch total spannend. Also viele, weiß nicht, neue Erkenntnisse, aber nochmal neue Zusammenhänge. Ich fand es total klasse, wie du nochmal erklärt hast, dass es eigentlich nichts absolut Neues war, das er erfunden hat, sondern dass es eine Weiterentwicklung war. Das fand ich auch nochmal gut. Ja, es war sehr kurzweilig. Vielen Dank.
Danke. Ja. Ja, ist zum Beispiel auch interessant, es wird ja ihm zugute gehalten, dass er diese vier Stände hat: Mönche, Nonnen, Männer, Frauen, kann man aber auch gerne in der anderen Reihenfolge sagen. Und dass er so eine Art demokratisches Älterenprinzip hat. Und aber es gab zu dieser Zeit bereits Demokratien. Es gab bereits demokratische Staatsformen. Also nicht so wie bei uns mit Gewaltenteilung und so weiter, aber es gab bereits auch teilweise in Griechenland, in den Stadtgesellschaften, solche Strukturen. Also es war schon durchaus möglich. Und er hat das in den religiösen Bereich reingebracht. Und zwar hat einen Mix reingebracht. Er hat gesagt, einerseits demokratisch, andererseits aber wir müssen die Weisheit der Älteren schon durchaus erhalten, dass das nicht verloren geht, dass die einfach überstimmt werden können. Ne? Und hat halt auch das Kastensystem komplett aufgelöst. Es zählt nicht die Kaste, es zählt die Haltung eines Menschen. Ich meine, da können wir ja noch, falls, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt. Wir haben noch eine Stunde, ist das richtig, Raimund, oder eine halbe Stunde? Ja, in der Tat. Du hast noch eine ganze Stunde, wenn du möchtest. Ja, ich bin ja noch Passt. gar nicht auf die Lehre eingegangen, Ja. aber ich glaube, die wird hier auch nicht so super spannend, weil das ist ja dann doch vielen bekannt. Aber ich glaube, das mit diesen Zusammenhängen, das ist wahrscheinlich für einige neu, wie das damals historisch eigentlich zustande kam. Und Gandhara ist wirklich so ein Tipp, wenn ihr Zeit habt, beschäftigt euch mal damit. Es gab hier in Deutschland mehrfach so Gandhara-Ausstellungen. Die sind für Buddhisten sind das eigentlich super spannende Ausstellungen, weil wir da sozusagen an die Wurzeln unserer eigenen Religion kommen. Und es ist so grausam, so schrecklich, eine so wunderbare Kultur. Alle Historiker schwärmen von Gandhara und was da momentan für einen Geist herrscht, wie grausam das sozusagen ist. Ne? Multikulti ist. Ich lese, wenn ich das lese über Gandhara, denke ich immer, ich bin hier in Köln, Köln-Mülheim oder Ehrenfeld. So. Bernhard, vielleicht kann ich auch noch eine Frage stellen oder was sagen. Also erstmal auch vielen Dank dafür. Das ist auch nochmal spannend, das so in der Zeit eingeordnet zu sehen. Und ja, die Frage, die ich mir gerade so stelle, ist, also ich befasse mich schon auch mit buddhistischer Kosmologie. Das heißt, der Buddha steht ja auch nicht alleine, sondern er ist einer von verschiedenen Buddhas der Vergangenheit und auch über einen künftigen Buddha, der noch kommt. Also er ist, und es gibt zum Beispiel im Motodaya Chanting-Buch, das ist so ein Chanting-Buch eines buddhistischen Theravada-Männerklosters. Da gibt es eine andere, also so ein Chanting, 28 Buddhas der Vergangenheit. Also von daher sehe ich den Buddha nicht nur in seiner Zeit, in unserem quasi Zeitraum, sondern er steht in der Tradition von vielen Buddhas und auch das, was er ja wiederentdeckt hat, der Pfad, der überwuchert war, du hast es ja auch ausgedrückt, der Pfad war ja schon da, aber er ist auf das eines Sambuddha, also eines Buddhas, der sich selbst quasi dann wieder zur Erleuchtung geführt hat, um das Ganze wieder ins Leben zu bringen für uns. Also das finde ich auch nochmal wichtig für die Einordnung vielleicht, also ich sage das ja nur als Laien, aber vielleicht könntest du dazu auch nochmal was sagen, weil es da ja auch verschiedene Richtungen gibt, den sogenannten säkulären Buddhismus, der im Prinzip das Ganze so ein Stück weit rausnimmt. Und der Buddhismus, der im Prinzip diese ganzen Vorstellungen auch mit einfügt, also was so eher so meins ist. Und vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Ich bin ja aus der christlichen Kirche rausgegangen, weil ich eben nicht diese Glaubenssätze glauben konnte, ganz simpel. Also so, ja. Und ich bin im Buddhismus jemand, der buddhistische Metaphysik sehr kritisch gegenübersteht, aber ich versuche sie zu interpretieren oder zu lesen. Und jetzt nicht wie Drewermann psychoanalytisch, bin ich eh keiner, sondern wie jetzt bei den Legenden, dass ich die gelten lasse, um zu sehen, okay, was wird da transportiert? Und so ähnlich ist es ja auch bei den Jatakas. Das sind ja auch hunderte von Geschichten,
aus der vorbuddhistischen Zeit, wo der Buddha irgendwas war. Und natürlich glaube ich nicht an das historische Ereignis, was da beschrieben wird, aber ich nehme die Geschichte auf, um die Deutung zu verstehen. Und ich habe hier, ich kann euch das mal zeigen, auch einen großen Unterschied. Da sind wir bei deiner Frage, Astra, vom Weltbild her zu unserer Kultur. Und auch zu dem anthropozentrischen Sichtweisen aufgezeigt oder so. Da habe ich so eine Folie, die muss ich mal gerade wieder teilen. Hier sind wir bei den ganzen Pilgern, das erspare ich euch. Und hier sind wir. Also hier sehen wir etwas, was bei, also habe ich so versucht, den Unterschied darzustellen. Der Buddha hat es ja mit einem Spinnennetz verglichen. Er hat gesagt, um die Weltgeschichte zu verstehen, müssen wir uns eigentlich ein Spinnennetz vorstellen, bei dem wir hinterher nicht mehr erkennen können, wo hat die Spinne angefangen zu spinnen und wo hat sie aufgehört. Es gibt, also es ist ohne Anfang und ohne Ende. Und da sind wir jetzt nicht in dieser Zen anfangslos und endlos, sondern wirklich ist, also es gibt eine anfangslose Zeit. Es gab Universen und die sind sogar gegeneinander gestoßen. Also man hat eine unglaublich große kosmische Vorstellung von ewiger Zeit. Und Ewigkeit können wir uns als Menschen nicht wirklich vorstellen. Das ist so schön, wenn du es mit Schülern machst. Und ich sage so, okay, wie kann denn Ewigkeit sein? Und dann kommt irgendwann, ja. Nee, da muss ja ein Anfang. Irgendwann muss ja ein Anfang. Also war doch Gott. Ja, so, das war dann die Antwort, ne? Gott. Also wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann doch, da muss ja ein Gott sein. Ja, okay, wer hat Gott geschaffen? Ja, dann gucken Sie. Ne? Ja. Und das ist hier, der Buddha hat davon gesprochen. Er hat das richtig deutlich gemacht. Er hat gesagt, hier, schaut euch, ich hoffe, es ist nicht zu schrecklich hier, das Spinnennetz. Aber nehmt es als Beispiel für ewig. Und wir haben, ich habe hier dann unten rechts den Knoten, den ewigen Knoten, der anfangslos ist, wo es eben auch aus dem Tibetischen ausgedrückt wird, du findest keinen Anfang und kein Ende. Und das können wir uns eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Und das ist nicht nur christlich, das ist auch so in unserer westlichen Logik, gibt es Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und wann hat es angefangen, Urknall, wann hört es auf? Ja, wenn es wieder implodiert ist. So. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und von daher ist es möglich, auch sich so Buddhas und Geschichten von ewigen Kreisläufen vorzustellen. Natürlich ist es die Frage, inwieweit ist es legitim, sich da wirklich so was auszumalen, wie das dann da damals gewesen sein sollte. Das lasse ich dahingestellt. Aber wir wissen heute, dass wir eigentlich nichts wirklich wissen. Wir wissen, dass der Urknall, das sagen ganz, ganz viele, eben nicht der Anfang war. Ja. So. Ich weiß nicht, ich meine, deine Frage geht ja über das hinaus, was ich hier liefern kann. Aber meine persönliche Haltung dazu ist die, dass ich dieses Ewige und Endlose respektiere oder annehme und weiß, dass ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Eine Folie, wo nochmal so deutlich wird, da ist der Schöpfergott, das seht ihr hier. Klar, das sagen die Christen alle, das ist nicht die Vorstellung von Gott, die wir haben, aber es ist schon ein Symbol. Es gibt da etwas, eine Dualität, etwas, was sozusagen das ins Leben ruft, eine Person, eine höhere Macht. Ja, das ist so hier in dem Fall die christliche Botschaft. Und es gibt das Streben, das finden wir hier oben rechts. Es gibt ein Paradies, es gibt einen Zustand, in dem das dann alles nur noch zu Glück und Glückseligkeit führt. Und das ist halt die erste Wahrheit, wo, nein, es kann in dieser weltlichen Ebene nicht zu Glückseligkeit führen, denn wir haben halt Gesetzmäßigkeiten, die das verhindern, nämlich die Vergänglichkeit, den Wandel und so weiter. Ja. Und dann hat der Buddha hat ein Gleichnis ge gebracht, das können wir hier unten sehen, das ist nicht so, ich hoffe, ihr könnt es alle erkennen.
hat er es verglichen mit einem Fragenden, der von Pfeilen getroffen wird und statt diese rauszuziehen, sagt, bevor ich sie rausziehe und mich quasi befreie und rette, will ich erst wissen, wer hat den abgeschossen und warum hat er den abgeschossen und hat er überhaupt mich gemeint und so weiter. Also wir machen das Ganze kompliziert, statt das Unmittelbare, Direkte zu sehen. Ne? So. Ja.